Hallo und willkommen zu meinem kleinen Video mit dem Hauptschwerpunkt nochmal Mobility. Was kann ich tun, um einfach die Körperhaltung nochmal zu verbessern, wenn ich jetzt sowieso im Homeoffice nochmal weniger rauskomme, wenn ich einfach sowieso im Alltag vielleicht wenig Bewegung habe mit den Sachen, die einfach auch, glaube ich, viele zu Hause haben. Also wir brauchen heute so eine Stange, also einen Besenstiel. So ein kleines Gewicht habe ich mir rausgelegt, da reicht aber auch eine Wasserflasche. Und aus Erfahrung heraus haben, glaube ich, auch viele Leute mittlerweile eine Black Roll zu Hause, wobei wir damit nur ein oder zwei Übungen heute machen. Und ich will euch nochmal zeigen, welche Triggerpunkte kann ich vielleicht auch selbst ganz gut anwenden, die auch eine ganz gute Linderung direkt nochmal versprechen. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen, mit so ein bisschen Aufwärmen, dass wir einfach da nochmal Brust- und Schultergürtel ein bisschen beweglich bekommen, bevor es richtig losgeht. Ich habe hier schon mal so ein, ja, die kennt ihr, die Stange aus dem Five. Ihr könnt das euch als Besenstiel vorstellen für zu Hause. Einfach relativ breit greifen und dann Hüfte nach vorne bringen, die Stange weit nach hinten. Und einfach hier in der Position einfach mal halten, ein paar tiefe Atemzüge, am besten in die Bauchmuskulatur vorne, ein und aus, nochmal nach vorne in die Rundung rein, wirklich rund der Rücken und nochmal dasselbe nach hinten. Vielleicht sogar noch mal ein Stück weiter. Je breiter ihr greift, desto besser geht's eigentlich. Und dann noch mal nach vorne zurück. Legen wir die Stange gerade noch mal ganz kurz ab. Und die Übung, die auch jeder kennt, ja, einfach ein bisschen Arme breit kreisen, Hüfte noch mal so ein bisschen nach vorne bringen, um aus der gewohnten Haltung rauszukommen. Nochmal darauf achten, dass wir auch beim nach hinten gehen jetzt hier richtig weit zurückkommen. Auch mal Richtungswechsel gerne machen. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los mit der ersten Übung. Wir fangen auch direkt an mit Brust-Schulter-Dehnung. Das heißt, wir wollen gucken, dass wir einfach nochmal die richtige Statik auch herstellen, die verloren geht im Alltag. Deswegen einfach mal auf den Bauch legen. In dem Fall mein rechter Arm geht hier nach außen raus. Die linke Hand stellt sich hier auf die Seite auf und ich drehe den Oberkörper jetzt nach rechts auf, so weit wie möglich. Ja, das Ziel ist es jetzt hier eine extreme, ja, starke Dehnung zu spüren. Ich glaube, das merkt auch jeder, wenn er es macht. Kopf könnt ihr vielleicht sogar ablegen, aber ihr könnt es auch die paar Sekunden einfach oben halten. Und dann noch zwei, drei tiefe Atemzüge. Und langsam nochmal aus der Dehnung raus. Ja, wahrscheinlich habt ihr das jetzt nicht nur im Brustmuskelbereich gemerkt, sondern es zieht eben auch richtig schön nochmal in die Kette, in den Arm rein, in die Schulter, sodass ich zumindest immer das Gefühl habe, ich bin dann direkt danach nochmal so ein bisschen mehr hinten. Das Ganze machen wir natürlich auch direkt mit der anderen Seite. Linker Arm hier nach außen raus. Achtet darauf, dass der nicht zu weit unten liegt, sondern schon relativ weit oben. Rechte Hand wird wieder hier aufgestellt und wir gehen auf die Seite raus. Wahrscheinlich merkt er auch einen Unterschied rechts und links. Bei mir auch jetzt zu spüren, linke Seite vielleicht ein bisschen schlechter. Trotz allem
locker lassen, probiert da so weit wie es geht nochmal in die Bewegung reinzugehen. Nochmal zwei, dreimal tief ein- und ausatmen. Und wieder zurück. Sehr gut. Auch hier natürlich der Druck, die Dehnung mehr nochmal auch in die Arme rein. Das liegt daran, dass wir einfach lang werden, was sonst im Alltag natürlich nicht passiert. Das heißt, wir gehen ja hier in diese Position rein und dann habe ich natürlich eine Verkürzung, die auch bis in die Arm-Bizeps-Trizeps-Muskulatur reingeht, die uns dazu bringt, einfach nach vorne zu fallen. Jetzt im nächsten Schritt. Wir bleiben noch genau bei derselben Übung, bei demselben Muskelansatz. Wollen wir probieren, eigentlich ohne alles, nur mit den Fingern den passenden Triggerpunkt für die Brustmuskulatur zu finden. Ist auch eigentlich relativ leicht. Das heißt, wenn ihr euch gerade hin positioniert, dann habt ihr hier, ja, also unter dem Zeichen hier diesen Brustmuskelansatz, das merkt ihr, wenn er hier mit zwei Fingern mal drauf geht, der wackelt hier so ein bisschen hin und her. Den findet man eigentlich relativ gut. Wir probieren jetzt einfach mal mit Druck auf diesen Punkt einen Schmerz auszulösen. Ja, nicht nur um euch zu quälen, sondern weil eben dieser Schmerz auch eine Muskelanspannung bedeutet. Und je länger ich jetzt oder je fester ich auch diesen Punkt drücke, desto mehr verschwindet diese fasziale Verspannung im Gewebe. Und desto lockerer wird auch der komplette Brustmuskelbereich. Deswegen haltet diesen Druck einfach mal, ja, ich würde sagen, noch ein paar Sekunden aus. Wenn es geht, sogar noch ein bisschen fester. Und ihr werdet auch direkt merken, auch wenn ihr nicht oder wenn er immer noch genauso fest drückt, ist der Schmerz viel weniger. Und das ist das Zeichen, dass der Muskel auch direkt schon reagiert hat. Wir machen das natürlich auch auf derselben Seite, auf der anderen Seite auch nochmal. Sucht euch nochmal den Punkt aus. Hier ungefähr in dem Bereich seid ihr auf jeden Fall richtig. Und am besten mit zwei Fingern den Punkt suchen, gefunden. Und Druck rein. Auch hier aufpassen, dass er eben nicht irgendwie gegenspannt. Das heißt, Schulter locker lassen, Atmung weiterhin tief ein und aus. Das symbolisiert auch immer eine Entspannung für den Körper, wenn die Atmung passt. Strahlt auch gerne ein bisschen die Fingerspitzen aus. Ich merke das jetzt auch wieder hier. Wird aber doch relativ schnell nochmal besser. Und dann lösen. Der Triggerpunkt sollte ja eigentlich dafür da sein, um die Spannung rauszunehmen. Ob das jetzt auch wirklich schon funktioniert hat, schauen wir uns jetzt direkt nochmal an. Das heißt, wir gehen in die genau gleiche Dehnung nochmal rechts und links rein. Fangen nochmal mit der rechten Seite an. Die Hand wieder in dieselbe Position rein. Linke Hand stellen wir auf. Und wir drehen uns auf die Seite auf. Nochmal so weit wie möglich. Versucht für euch selbst mal wahrzunehmen, ob ihr da jetzt eine Verbesserung spürt oder nicht. Es ist natürlich immer schwer, beim ersten Mal direkt was sagen zu können, ob das jetzt wirklich besser geworden ist. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Und auch für mich jetzt merke ich, dass ich ein bisschen besser in die Dehnung reinkomme, dass der Schmerz direkt nochmal besser wird, der Dehnungsschmerz. Und dann wechseln wir auch hier nochmal direkt die Seite. Linke Hand, selbe Position, rechts aufgestellt. Und auf geht's. Meine vermeintlich schlechtere Seite links geht jetzt hier deutlich besser. Schaut mal, wie es bei euch zu Hause ist, ob ihr da wirklich auch den ähnlichen Effekt spüren könnt. Die Dehnschwelle ist auf jeden Fall nicht mehr so hoch. Halten das Ganze noch ein paar Sekunden aus, atmen nicht vergessen
noch 3, 2, 1 und wieder zurück. Somit hätten wir die erste Übung schon eigentlich ganz gut abgeschlossen. Wie gesagt, macht das gerne für die komplette Aufrichtung der Brustwirbelsäule, die einfach meistens nach vorne gebeugt rüberhängt. Super Übung, weil ich die Intensität wirklich relativ gut steuern kann. Es ist sehr intensiv, wenn ich es auch richtig mache. Und durch diese Triggerpunktmassage zwischendurch kann ich nochmal den Effekt deutlich steigern, indem ich da einfach wirklich 30, 40 Sekunden diesen Punkt einfach mal halte und somit probiert den Druck rauszunehmen. Okay, perfekt. Dann geht's weiter. Wir bräuchten nochmal die Stange und machen jetzt nochmal für die Schulter, allerdings nochmal mehr für den Delta-Muskel, also für den Schultermuskel, eine Innen- und Außenrotation für das Schultergelenk. Wenn ihr jetzt keine Stange oder keinen Besenstiel habt zu Hause, dann geht das eigentlich auch mit einem Handtuch. Und wenn man das ein bisschen breiter greift, dann geht das eigentlich ganz gut. Wir fangen einfach mal an mit der Position, dass wir mit der Stange hinter den Rücken gehen. Ich drehe mich gerade mal um. Und ziehen praktisch jetzt mit der oberen Hand die untere Hand nach oben. Jetzt erreichen wir eine Innenrotation im Schultergelenk. Trotzdem nochmal darauf achten, richtig schöne aufrechte Körperposition zu haben. Probiert auch immer nochmal nachzulegen, ja, so gut wie möglich. Untere Hand nochmal weiter nach oben ziehen. Und dann lösen wir das Ganze auch direkt nochmal auf. Bewegt die Schulter kurz ein bisschen durch. Genau. Im Anschluss direkt auch auf derselben Seite die Außenrotation. Durchführung nicht ganz so einfach, deswegen schaut am besten nochmal genau hin. Wir greifen die Stange hinter dem Arm, sodass der Handrücken hinten anliegt. Greifen mit Zeigefinger und Daumen die Stange. Ellenbogen geht 90 Grad weg vom Körper und wir drehen dann ausschließlich die Schulter nach hinten in die Außenrotation, weil wir somit eben auch in eine aufrechte Position kommen. Dass ihr es auch mal von der anderen Seite gesehen habt. Wenn ich natürlich kann, auch hier noch mal ein bisschen nachlegen, aber kommt schon raus. Auch hier, ja, kurz ein bisschen durchbewegen, ist für die Schulter, glaube ich, eine relativ starke, große Belastung, weil es auch eine extrem ungewohnte Position ist. Wir machen dasselbe auf der anderen Seite und ihr könnt ja mal schauen, ob bei der ersten Übung die Seite, die ihr als schlechter oder besser empfunden habt, auch hier jetzt immer noch dieselbe Seite ist, die besser oder schlechter ist. Wir gehen auch hier erstmal nach hinten. So. Erstmal greifen wir die Stange. Ich drehe mich nochmal um. Und wir ziehen die hintere Hand so weit wie möglich mit Hilfe der oberen Hand nach oben. Aufrechte Position, Atmen nicht vergessen. Immer noch mal einen Zentimeter nachlegen, wenn möglich. Hier ist auf jeden Fall meine rechte Seite die schlechter. Und dann lassen wir noch mal los. Nur weil ihr bei der ersten Übung beispielsweise die linke Seite als schlechter empfunden habt, muss das nicht gleichzeitig bei der rechten Seite auch genauso sein. Bei der zweiten Übung haben wir ja gesehen, dass wir unterschiedliche Muskeln jetzt ansteuern. Das heißt, links womöglich war einfach die Brustmuskulatur die schlechtere. Hier sind wir jetzt mehr im Schulterbereich, Schulterblattbereich tätig. Deswegen kann es sein, dass es hier auch komplett anders ist.
auch hier nochmal Schulter-Außen-Rotation. Und nach außen weg. Ich drehe mich nochmal. Noch ein paar Sekunden halten wir das Ganze aus. Und dann langsam nochmal raus. Okay. Kurz durchbewegen. Genau. Dann, wir machen ja auch gleich hier nochmal einen zweiten Durchgang. Legen wir die Stange erstmal ab. Und würden jetzt ganz kurz uns mal die Black Roll schnappen, weil es einfach hier ja, mit dem Triggerpunkt auf der Rückseite immer schlecht funktioniert. Deswegen, wenn möglich, gerne schnappt euch kurz die Black Roll. Wir gucken, dass wir so diese Schulterblattmuskulatur, die auch da sehr beteiligt ist bei der Bewegung, jetzt nochmal ansteuern. Das heißt, ich möchte eigentlich in diesen Zwischenbereich zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule reinkommen. Deshalb legen wir uns auf jeden Fall, ich fange jetzt mal mit der linken Seite an, nur mit einem Schulterblatt auf die Rolle. Wenn ich jetzt das linke Schulterblatt rollen möchte, muss der rechte Arm nach oben ausgestreckt werden und dann, Entschuldigung, ich habe es falsch gemacht, wenn ich das linke Schulterblatt rolle, linker Arm nach oben und nach rechts, dann habe ich ein bisschen diesen Raum zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule geöffnet und kann jetzt einigermaßen gezielt darüber rollen. Macht es einfach so ein paar Mal. Könnt euch auch den Kopf ein bisschen festhalten, wenn das dann mit der Zeit zu anstrengend wird. Und dann merkt man es eigentlich relativ gut, dass auch der Schmerz durch die Black Roll Übung über das ganze Schulterblatt vielleicht auch in den Arm oder nach oben in die Halswirbelsäule reinzieht. Das Ganze wird man auch nochmal auf der anderen Seite machen, also rechtes Schulterblatt. Diesmal nehmen wir direkt den richtigen Arm. Rechter Arm nach oben, nach links und dann einfach vor und zurück. Versucht wirklich so viel Gewicht wie möglich auf die passende Stelle zu verlagern. Und dann kurze Pause. Wir haben jetzt genau wie bei der ersten Übung mit der Black Roll die fasziale Spannung noch mal ein bisschen mehr rausgenommen als mit der Dehnung vorhin.